Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen, heute gibt es ein krass rundes Geschenk. Aber sieht dich gut. Dann mal her mit den neuen Kränen, mit den neuen alten und überrascht mich mal ein bisschen. Aber es ist ein einfacher Kran, wo man viele Marken kriegen kann. Damit wir irgendwo mal dieses Jahr vielleicht noch die 3000 erreichen. Auch wenn ich nicht unbedingt darauf ziele, es sollte trotzdem irgendwie möglich sein. Ah ja, der Kran, den habe ich beim letzten Mal bei den Japanern gesehen. Es ist möglich, diesen Kran in 3 Runden zu komplettieren. Ja, indem man halt hier einmal nach links geht. Also man muss erstmal einmal einen Fehlgriff haben. Und zwar geht man hier nach links, tut dann hier so ein bisschen greifen, dass halt die sich mit lockert, dass dann die dann nach rechts fällt. Und dann geht man nochmal nach links und greift die Marke dann, dass dann halt die 3 hier runter wirft. Und wenn man dann ihn hier direkt greift, je nachdem wie man ihn greift, rutschen halt die langsam sicher mit rüber und kullern halt mit runter. Und dann ist natürlich am Ende die Glückssache, ob halt er die Marken trifft, dass halt die stehen bleiben oder ob sie dann bis zum Ende kullern. Ob ich das heute ausprobieren will, weiß ich noch nicht. Dafür muss ich erstmal wieder durchgucken, ihr kennt das ja. Wie so oft. Und ja, gucken wir mal. Also wie gesagt, es ist möglich, aber ob es halt wirklich von Vorteil ist, den könnte ich vielleicht auch mal spielen. Wäre vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Also auf jeden Fall ist dann auch wieder was da. Ja, wie zum Beispiel auch hier wieder. Wie war das beim letzten Mal? Ich wollte irgendwie gucken, dass ich den Wolf zuerst greife und dann bin ich so ganz komisch hängen geblieben. Na, ja, das war vielleicht wohl keine so gute Idee. Okay, ein sowas als Greifkran ist natürlich auch die Möglichkeit. Habe ich auch schon gar nicht mehr gesehen, oder? Der Kran hier. Kommt mir so vor. Den haben wir komplett. Ja, der Kran hier ist auch so eine Sache. Also entweder man schafft es in 4 Runden gut oder man hat das Pech. Ich habe auch schon gesehen, dass die ganzen Köpfe sich so verkeilen, dass hier nichts mehr reinfallen kann. Ist zwar vermutlich eine Sache, wo halt eher selten passiert, aber ja. Okay, den brauchen wir nicht zu spielen. Den gibt es in einem anderen Kran. Oder wir können den hier spielen. Das ist so ähnlich wie gestern, dass ich mir die Flaschen endlich mal alle greife. Dass man damit dann auch mal fertig wird. Trotzdem haben wir hier viel komplett, ja. Der Kran ist auch schwer. Selbst wenn man sagen könnte, gut, man könnte ja 3-mal von links nach rechts schlagen. Ja, die mittlere Marke hier so, oder die 2 Marken, die können eher ja, sitzen bleiben. Selbst wenn man halt hier, sagen wir mal, die ganzen Marken oben sind weg. Die 3 Marken sind übrig, man schlagt hier dagegen. Und dadurch, dass es halt höher ist, gibt es nicht genug Schwung, damit halt die noch rüberfliegen. Also nicht so leicht, nicht so leicht. Oder wir könnten den ja auch mal komplettieren, je nachdem. Der ist auch eher 4 Runden leider, ja. Es sei denn, man schafft es irgendwie, dass der Kokobai runterfällt, während man Pisa-Samen greift. Das sind wir schon wieder am Anfang, gell? Okay, gut. Dann gucke ich nochmal genau durch, was ich spielen möchte. Also bis gleich. So, Leute. Ja, wisst ihr was? Ich gehe heute mal das Risiko ein. Versuche das in 3 Runden. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Dann habe ich halt vielleicht... Also es muss natürlich auch die Griffe ein bisschen klappen. Weil wenn es jetzt nicht klappt, dann kann man es natürlich ganz vergessen. Aber gucken wir dann einfach mal. Wie gesagt, der erste Griff ist Fail. Da wird man nicht unbedingt jetzt überhaupt irgendwas greifen. Sondern dass die Magie nur so leicht nach rechts geschoben wird. Zumindest habe ich das ein paar Mal gesehen. Ich habe ja verschiedene Leute, die ich mir beobachte. So, und wenn man halt jetzt nach links geht, am besten so weit, dass man halt auch die Marke berührt, dass der dann halt hier so reingreift, weil der würde ihn jetzt erst wieder nach links schieben und dann würde er wieder umfallen. Und dann hoffen wir mal, dass es halt so klappt, wie ich es gesehen habe. Na, das wird glaube ich eher nichts. Oder vielleicht doch. Komm. Weil das Problem ist nämlich dann, Fall runter. Hätte man auch mit links-rechts-Bewegung machen können, aber gut, passt schon. Ich könnte sogar jetzt schon mit links-rechts-Bewegung spielen, wenn ich ewig Zeit hätte. Und zwar müsste man jetzt wirklich gucken, dass man hier genau reinkommt. Na komm, erstmal die ganzen Marken sammeln. So reinkommt, und zwar genau so, dass der Greifer dann die Marke direkt greift und dass dann halt das hier umfällt und dann langsam rüberkullert. Das Problem wird vermutlich nur dann extrem sein, wenn halt hier, wenn die hier aufliegt, und dann erst gar nicht zum Bewegen kommt. Also hier, die muss schon mit rollen, aber da muss man halt ein bisschen Glück haben. Wie gesagt, war vielleicht auch nicht so gut mit dem Griff bei mir, dass halt sich das Ganze hier links bewegt hat, weil viel darf sich das hier nicht bewegen, bevor man die greift. Aber ich rede wieder zu viel. Ich denke auch wieder zu viel nach. Wir müssen halt den letzten Griff, wie gesagt, ist Glückssache. Und dann gucken wir mal. Ich bin übrigens froh, dass man in den 3 Runden bis schaffen kann.
dass man es halt dann immer wieder versuchen kann, wenn man halt, ja, ich hätte vielleicht noch was anderes spielen sollen, aber egal. Gehen wir mal zum Training. Hier ist heute ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Nicht unbedingt ein Kran, auf den ich Bock habe, bin ich ganz ehrlich. Woran liegt das wohl? Ja, weil man halt selbst, wenn man gut greift, nur wenig im Wagen kriegen kann. Ach ja, na gut, dann, ja gut, wie soll ich am besten anfangen? Vielleicht den Tranken unten drücken, dass ich halt hier das Teil am Anfang bekomme. Zumindest halt so weit, dass ich halt zumindest die ganzen Marken hier lockern. Dass ich halt den hier dann zum Schluss hole. Gucken wir mal. Einfach ein bisschen zu weit. Ich wollte eigentlich die Marke nicht greifen, sondern halt nur... Wobei, wenn er beide hat. Okay, gut. Immerhin, dass die weg sind. Aber ihr seht halt selbst, dadurch, dass es ganz große Marken sind, ist es natürlich so eine Sache. Man könnte auch hier mit links und rechts Bewegungen arbeiten, dass man gerade das, weil das hier locker ist, drückt halt das hier langsam den Greifer nach unten. Und dass dann das hier vielleicht wieder gerade wird, dass man halt das direkt greifen kann. Aber ist so eine Sache. Es wäre natürlich perfekt, wenn ich jetzt irgendwie schaffen könnte, hier genauso reinzukommen, dass man halt das nach unten drückt, dass das hier runterrutscht, man das Ding trotzdem greift, ohne hier hängen zu bleiben, aber ihr seht es halt selbst. Aber ich glaube, ansonsten gibt es ja gar keine gute Möglichkeit zu greifen, weil hier komme ich nicht dran. Hier komme ich nicht dran und ja, gut, dann drücken wir es halt nach unten. Hoffen wir es mal. Es war zu weit. Ja. Aber okay, es war trotzdem noch gut. Was mich halt jetzt nur stört ist, wenn ich jetzt versuchen wollen würde, das hier zu greifen, kann es sein, dass das hier so runterfällt, dass es hier nach links schiebt. Na gut, was soll ich machen? Man kann nicht immer erwarten, dass jeder Griff perfekt läuft. Sofern das Ding auch jetzt hochhebt. Na, oder okay, es war groß genug, dass es noch runterschiebt. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hase Bobby runterrutscht, ohne dass man, also wenn der Weg frei ist. Na komm, rutsch. Du willst mich doch veräppeln. Ernsthaft, Leute. Das ist echt lächerlich. Ich stelle mir vor, das wäre die letzte Runde gewesen. Das war, glaube ich, extremes Pech, dass das jetzt noch dass nicht weit genug gerutscht ist. Guckt euch das mal an. Das ist doch lächerlich. Kommst du her? Ist natürlich schade, dass man halt jetzt, ja, ich hätte jetzt zwei Runden mehr haben können. Aber dann muss ich so oder so auf den Bonus hoffen. Kann natürlich vielleicht auch sein, dass ich gar keinen Bonus mehr bekomme, weil ich in letzter Zeit zu viel gekriegt habe. Kann alles passieren, ihr wisst es doch. Na, einen roten Bonus erwarte ich sowieso nicht, weil das wäre ein bisschen zu arg. Na, Bobby? Ja, die Bobby-Marke gibt mir einen Bonus, immerhin. Ach ja, gut, dann gucken wir mal, dass ich den Kran noch komplett kriege. Oder zumindest halt, dass der Griff klappt, weil mir ist persönlich jetzt erstmal wichtiger, dass der Griff klappt, dass man das sieht, dass es möglich ist. Ob halt die Marken dann wirklich so kullern, dass man sie halt auch bekommt, ist natürlich ja was anderes. Aber gucken wir einfach mal. So, dann versuchen wir mal Maxax zu greifen, heißt er, glaube ich. Im Englisch heißt er Haxorus. Also als Axt. Weil sein Kopf so aussieht wie so eine Axt. Ja, dann gucken wir mal, dass ich den hier jetzt genau so reingreife. Und wenn es gut klappt, muss ich halt wirklich ihn so greifen, dass er auch seinen Schwanz berührt und nach oben hebt. Ansonsten, ihr wisst es halt selbst, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Na? Okay, der Griff sah aus wie bei den Panern. Ich muss natürlich das so rollen. Roll, 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 roll. Bitte, bitte, bitte. Na komm. Go, 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 go. Ja. Das war aber super knapp. Also super langsam vor allem. Es hat jetzt vielleicht sogar ausgehen, dass es stehen bleibt. Oh, ja, das habe ich damit gemeint. Jetzt ist ein bisschen Glückssache dabei auf jeden Fall. Aber man kann den Kran definitiv in drei Runden schaffen. Dann freue ich mich, dass ich ihn trotzdem gespielt habe. Danke, Bobby, für den blauen Bonus. Eieiei, glaubt man gar nicht bei diesem Kran, gell, dass er in drei Runden machbar ist. Aber ich glaube, dass die meisten Kräne so aufgebaut sind, dass halt wirklich die Kugeln dann zum Rollen kommen müssen. Aber ihr habt es auch selbst gesehen. Selbst wenn die zum Rollen kommen, dadurch, dass der Boden so flach ist, bewegen die sich halt mit jedem Schwung immer langsamer, gerade beim Zahnrad. Und wenn diese Kugel hier einmal stehen bleibt, dann bleibt die stehen. Also die rollt sich dann nicht nochmal weiter. Und am Ende hatte ich halt bei der hier jetzt nur Glück, weil halt Max genau an der Nase sitzen geblieben ist und hat sie dann noch rübergehoben. Freut mich. Gut, dann können wir auf jeden Fall nochmal in die Sammlung gehen und uns diesen Kran angucken. Los, Bobby. So, und da haben wir sie mit den zwei legendären Pokémon. Wobei, nee, es ist nur eins. Es ist ja einmal Reshiram und White Kyurem, gell? Oder weißes Kyurem? Kyurem wird irgendwie geschrieben, keine Ahnung. Und freut mich auf jeden Fall, weil, ja, ist auch wieder ein Set komplett und es waren auch wieder viele Marken, wie ich ja am Anfang gesagt habe. Ein Set angefangen und dann direkt komplettiert.
War wie gesagt Glückssache. Kommt drauf an, ob die dann wirklich so cool waren. Ihr habt ja selbst gesehen. Es war ja so ein bisschen nervenaufreibend, wie die so langsam sicher ins Ziel gerollt sind. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Papp wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist, ob bei euch, ob ihr das vielleicht auch so gespielt habt. Und dass dann vielleicht der Hase Bobby am Ende auch so liegen geblieben ist, könnte ja sein oder auch nicht, je nachdem. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.